So, Freunde, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir rasen schon mal zum Shop, damit wir möglichst wenig Zeit verlieren. Ja, da wird erstmal hingerast. Oh, die Gabel schön weit hoch. Vielleicht holen wir uns ja einen Vogel aus der Luft, hör mal. Oh, schau mal hier so. Das wird super. Und bremsen. So, jetzt einkaufen. Anhänger. So, wo ist er denn? Welchen hatte ich gesagt? Den hier, ne? Ja. Nee. Nö. Doch, mit dem habe ich gerade. 48,5? Habe ich ja völlig falsch gerechnet. Ist ja auch egal. Konfigurieren. So, Standard. Ach, 45.000. Nee, doch, passt. 2,8. So, mieten. Ja, will ich. Okay, alles klar. So schön hier ankoppeln. Und wieder zurück. Auch so, Kinders, jetzt gehen wir mal alle aus dem Weg hier. Wir haben noch keine Zeit. Holter die Polter, Polter die Holter. So. Schuitenmarker. Guck mal. So, dann kommen wir hier schön. Arbeit erfolgreich beendet. Sehr gut, sehr gut. So, stopp. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Wieso hier abladen? Ich will beladen. Ernsthaft? Oh nein, ist der falsch? Das ist so ein Anhänger, oder? Was habe ich denn da gekauft? Ein Anhänger. Den. Der transportiert keinen Weizen. Alter, du bist so ein dummer Mensch. Alter, du bist so ein Vollhorst, ne? Wo ist das Ding jetzt? Hier, da, so. Toll, die Kohle ist natürlich weg, ne? Okay. Alter. Verlust.
Das ist wieder mal so typisch. Es kommt davon, wenn man nur auf die Füllmenge achtet und nicht drauf, was der überhaupt transportieren kann. Der ganze Weizen würde da ja rausrieseln, hör mal. Unglaublich, sag ich da nur. Unglaublich doch. Den kann man immer mal gebrauchen. Da, was ist denn jetzt los heute? Alter, habe ich schon wieder was Falsches gekauft? Ich flipp gleich aus, ne? Ihr hört gleich so ein Flip. Bin ich eigentlich dumm? Ne, hier, der braucht einen Dolly. Was braucht der denn? Wieso kann ich den denn nicht... So, ich muss da kurz was klären. Bin ich dumm? Uff. Den habe ich ankoppeln können, der funktioniert aber nicht. Den nicht mehr. Hierfür brauche ich einen Dolly. So. Alter, du bist so... Ach ja.
Jetzt geht nicht mal, jetzt kann ich nicht mal mehr das hier. So, jetzt aber. Mann, 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 was eine Katastrophe. So, daraus lernt man. Jetzt machen wir nämlich keinen Gewinn. Jetzt reicht's. Ja. Leute, das ist nicht euer Ernst. Als ob ich den Wagen nicht hochheben könnte. Da geht's in die Kohle, die gut geplante Kohle. Pass mal auf, jetzt ist der Preis gefallen, wenn ich jetzt wieder reingucke. Ach Leute, was eine Katastrophe hier, ey. Boah, Alter, was für Kosten. .642 Bahnstation Mühle. Alles klar. Ja, dann fahren wir mal zur Bahnstation Mühle. Zur Mühle an der Bahnstation, hör mal. Ah, keine Zeit zum Blinken. Ich hab's eilig. Vielleicht können wir unser Fiasko ja wieder gut machen. Oh nein, das ist dieser blöde... Wo ich nicht, wo ich mit dem LKW schon so Probleme hatte, ne? Alter, du siehst mich doch kommen. Manchmal denke ich mir auch so, Leute, was stimmt nicht? Aber gut. Reg dich nicht auf. Alles ist schlimm genug. Auch wenn viele Sachen selbst verschuldet wurden. Aber
Es ist, wie es ist. So. Bevor ich ablade, gucke ich nochmal auf den Preis. 642 hatten wir gerade, ne? Alter, nimmst du jetzt mal die Straßensteigung hier? Ja, es ist mitten in der Nacht. Tut mir leid, ich muss hier leider durchfahren. So, erstmal den Preis gucken. Erstmal, Freunde. 644. Steigt er noch? Ne? 645. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Beobachten wir die Preisentwicklung. So, warte. Ich habe 45.000 Liter drin, ne? Da immer. Habe ich drin. 645. Das sind 29.000. Das ist schon gut. Deckt nicht wirklich die Fiaskokosten, aber ist schon steigt nicht mehr. Wir können natürlich jetzt eine Stunde hier stehen oder wir entladen. Komm, was soll's. €31.003. Das kann nicht jeder, was ich hier gemacht habe. Das ist hartes Training. Aber das kann jeder. So. Und das auch. Und das sowieso. Was ist denn heute los? Sag mal. Ja, Drama. Trecker, Traktor stellt sich quer mit Anhänger. Zurücksetzen.
Ihr wollt mich doch gerade ernsthaft verarschen, Freunde, oder? Was ein Drama unter der Brücke. Tja, Junge, da kannst du wohl nach Hause laufen. Was ein Drama. Was für ein Drama. Was für ein Drama. Was ist er denn jetzt? So bin ich da. Ach, ich bin im Zug. Was ein Fiasko. Das war ein Drama. Alter, was ein... Ich bin völlig fertig. So, ab nach Hause und dann ist Feierabend. Nee, hier ist was los, du. So, es ist 0:13 Uhr, Feierabendzeit. Tanken müsst ihr auch mal. Toll. Wenigstens, ja. Sind wir wieder über einer Million. Über einer halben Million, so.
Da bei dir ist noch Licht an. Oh Gott, wie mache ich denn das Rundumlicht aus? Krieg ich einen Tipp? Nö. Nö. Egal. So, Freunde. Alles weitere. Oh. Alles weitere in der nächsten Aufnahmerunde. So, gute Nacht. Jetzt wird erstmal gepennt. Ah, mein Gott, was ein Drama. Gut, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmerunde von LS19 mit dem guten Kalle Döpsken. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.